Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf Sie heute ganz herzlich zu einer weiteren Entdeckungstour in der Pirnaer Altstadt begrüßen. Wir befinden uns heute auf dem Gelände des ehemaligen Dominikanerklosters. Um das Jahr 1300 haben sich Dominikanermönche in der Stadt Pirna niedergelassen und ein Kloster gebaut. Dieses Kloster bestand dann bis zum Jahre 1539, in dem Jahr ist die Reformation in Pirna eingeführt worden. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte sind die Klostergebäude zweckentfremdet genutzt worden, zu Lagerzwecken und dergleichen. Heute sind nur noch wenige Gebäude aus dieser Zeit erhalten. In der langen Geschichte des Klosters erstrahlen diese Mauern erst seit kurzem wieder in neuem Glanz. 1992 wurde der Teil des Klosters saniert, in dem sich heute die Eingangshalle des Stadtmuseums befindet. Bis zur Sanierung war das Gebäude verfallen, nur noch die Außenhaut stand. Die Eingangstür führt durch ein ehemaliges Fenster, hinein in das Sommerrefektorium. Das war im Sommer der Speisesaal der Mönche. Nach dem Ende des Klosterbetriebs war der Raum Lagerhalle und Armenarbeitsschule. Mit viel Fingerspitzengefühl wurde der Raum saniert, die Hülle erhalten, neues sensibel integriert. Auf den Weg in den nächsten Raum liegt ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Eine Tür in den ehemaligen Kreuzgang. Wir befinden uns jetzt in dem sogenannten Kapitelsaal. Das ist der Saal, wo sich die Mönche versammelten, wo sie verschiedene Weisungen erhielten und wo auch ein Kapitel aus der Heiligen Schrift gelesen wurde. Der Kapitelsaal ist heute der Veranstaltungsraum des Stadtmuseums. Das Gewölbe schafft eine wunderbare Atmosphäre. Im Raum verteilt sind Grabplatten, Wappen und Skulpturen aus Sandstein zu sehen. Und es fällt auf, dass der Fußboden viel tiefer liegt als der Boden draußen im Klosterhof. Interessant an diesem Raum ist, dass wir hier in etwa 1,80 Meter bis 2 Meter unter der Straßenoberkante liegen. Das hat den Grund, dass das Kloster irgendwann oder der gesamte Bereich des Klosters irgendwann mal komplett aufgeschüttet wurde, um einen Schutz vor den jährlichen Elbhochwassern zu bekommen. Der Kapitelsaal ist aber wieder abgegraben worden, sodass wir die ursprüngliche Tiefe dieses Raumes hier heute wieder haben. Eine Etage weiter oben liegt das Dormitorium. Man weiß nicht genau, ob sich hier der Schlafsaal oder die Bibliothek der Mönche befand. Heute lässt sich hier die Stadtgeschichte Pirnas verfolgen. Im Modell ist zu sehen, wie das Kloster ursprünglich aussah, mit Brau- und Kornhaus, die es inzwischen nicht mehr gibt. Wir beenden unseren heutigen Streifzug durch die Gebäude des ehemaligen Dominikanerklosters in der derzeitigen Weihnachtsausstellung des Stadtmuseums Pirna. Bis zum Jahreswechsel werden hier im Museum noch verschiedenartige Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene durchgeführt werden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst in einem weiteren Haus in der Pirnaer Altstadt treffen würden.